Willkommen zurück zu Gothic. Zur fröhlichen Ork-Orgie. Ork hier. Wobei, Ork, ihr sagt ja noch nicht genau, worum es geht. Ich müsste ja auch erwähnen, worum es hier geht. Es geht ja natürlich darum, Orks auszuschalten. Also sozusagen außer Gefecht zu setzen. Also sozusagen zu töten. Und ich wollte mich mal wieder an Höllenpilze ranmachen. 3, 4, 5, 30. Sehr gut. Und nochmal 30 hinterher und dann müsste ich genau voll sein. Jawohl. Vielleicht könnte man es Schlachtorg hier nennen. Hehe. Ich glaube, so nenne ich diese Folge. Oder die vorherige? Ich glaube, in der vorherigen habe ich mehr Orks umgelegt. Als in der bisher. Kommt schon, lasst euch treffen. So, nächsten bitte. Hey, der eine war schon angeschlagen. Ist das der eine, den ich angegriffen habe? Letzte oder vorletzte Folge? Bevor ich dann fliehen musste, weil die ganze Horde auf mich gestürmt ist? Könnte sein. Na, komm her. So, immerhin ist diese Horde jetzt mal aus dem Weg. Diese Horde Hunde. Jetzt kann ich vielleicht sogar mal zu der Höhle gehen, oder was auch immer das da sein soll. Da führt ein Weg mitten rein und hört dann einfach auf, oder? War das nicht so? Ziemlich genau vor mir. Ja, genau. Genau, ziemlich genau vor mir. Da will ich hin. Und ihr haltet mich nicht davon ab. Oh, jetzt komm schon. Komm schon. Na, komm schon. Lass dich doch mal treffen. Sag mal, was ist denn da los? Okay. Das hat jetzt komischerweise funktioniert. Keine Ahnung, ob es wirklich was gebracht hat oder ob es Zufall war, die Waffe wegzustecken und wieder zu ziehen. Feuer. Oha. Hier scheinen Leute in der Nähe zu sein. Oh, und hier kann man schlafen. Oh, Erz. Dummidum. Oh, okay, Heiltränke nehme ich gerne. Sehr cool. Es ist 13.12 Uhr. Ich könnte schlafen bis abends, um mich zu heilen, aber dann wird es bald wieder dunkel. Also, nein. Dann schnappe ich mir lieber nochmal eine Portion zu futtern. Aber die ganzen Kleinkram hier unten wieder leer. 49 durch ein Teil. Habe ich irgendwann mal gesagt, es gibt zu wenig Leben durch das Essen. Ich glaube, ich nehme das alles zurück. Ist das eigentlich eine 110? Ja, 110. Keine 410. Da kann man auch hoch. Das, wohin führt? Spannend. Wobei, das ist jetzt wieder Richtung altes Lager. Sag ich doch. Ist das nicht hier, wo der komische Einsiedler in seiner Höhle lebt? Könnte hier unten runter sein sogar, ja. Wow. Interessant, dass man hier einfach so rüber gucken kann. Ist es vielleicht vom neuen Lager?
dass die da Ausschau halten, um zu gucken, was die vom alten Lager tun. Oder vielleicht früher getan haben. Könnte ja sein. Oder einfach generell, um Ausschau zu halten. Während hier unten Leute sind, können oben ein paar Leute durch die Höhe und die Büsche da oben geschützt Wache halten. Ein netter Ort, um sich zu treffen. Gefällt mir. Was ist das denn hier? Das ist so. Ach ne, hier war ich ja schon. Doch gerade. Sieht so düster aus. Aber hier war ich schon. Gut. Dann hätte ich das auch mal erforscht. Schau, was ist hier? Wow, Reißer. Ach ja, ach, das sind die. Ach, die sind ja süß. Ja, ja. Das sind die süßen kleinen, netten Hundis von nebenan. Die tun nichts. Die wollen nur spielen. Die wollen nur spielen. Blödes halt, wenn man mit denen spielt, muss man aufpassen, dass man sie nicht, naja, dass man ihnen nicht wehtut, weil, wie man sieht, die sind sehr anfällig. Also wenn ihr mal mit, wie heißen die, wenn ihr mal mit Beißern spielt, dann müsst ihr ganz doll aufpassen, dass ihr denen nicht wehtut, weil sonst passiert halt sowas. Immerhin kriegt ihr dann Zähne und Fleisch und Fell. Ah, nein, kein Fell, Zähne. Zähne, Krallen und Fell. Zähne, Krallen, Fleisch. Dammit! So, jetzt bin ich wieder hier. Und hab es endlich mal einigermaßen gesäubert hier von Orks. Oder? Also, das da hinten ist sicherlich Xardas Turm. Und hier im hellen oder im Licht ist das, glaube ich, auch ein bisschen besser zu finden. Wo bin ich letztes Mal angelaufen? Ich glaube, ich bin oben lang, oder? Wo die ganzen Gegner waren. Wahrscheinlich war das der Fehler. Ich muss wahrscheinlich hier unten lang. Ich speichere mal. Ich fühle mich gerade nicht so wohl hier im Orkgebiet. Obwohl es heller Tag ist und so. Ach nee, ich war sogar hier unten. Guck mal. Ich war sogar schon fast da. Nur habe ich es ja nicht gesehen in der Dunkelheit, in der Nacht. Komm her. Komm her, mein Kleiner. Komm her. Ich hab Futter für dich. Guck mal, bist du eine leckere Axt? Ach du Scheiße, hauen die rein. Was ist da denn passiert? Komm. Hier, gib mir alles. Gib mir die dicken. Ich nehme auch immer die ganz großen, die ganz viel heilen. So, 39, wow. Komm, dafür sind sie doch da, oder? Was soll das? Alchemie gibt es, wie gesagt, erst im zweiten Teil. So, Gucci Gucci. Der nächste bitte. Hab ich gespeichert? Nö. Mach ich mal. Ich jetzt drauf gehe. Bin ja gerade eben fast drauf gegangen. Hey, guck mal, hier ist jemand. Hallo? Hallo? Siehst du mich nicht? Ah, jetzt auf einmal kommt ihr beide, ja? Das war knapp. Aber trotzdem war es einfacher als der erste. Keine Ahnung, warum das da nicht ging. Wahrscheinlich hat er einfach viel zu oft geblockt. Was ich immer noch sehr unrealistisch finde. Sind das da unten noch mehr oder sind das Beißer? Wo geht's zum Turm? Ich glaube, zum Turm geht's eher darüber. Oder? Oder führt es wieder vom Turm weg? Hinter den Stein könnte es zum Turm gehen. Okay, bevor ich da jetzt aber hingehe, zu den Biestern, ziehe ich mir mal ganz viele Kräuter rein,
Bier? Nee, komm, kein Bier. Wasser! Haha! Danke, Mann. Ich habe schon fast den Schlamm getrunken. Ich glaube, das sind die einfachen Gegner, ne? Die süßen kleinen... Ja, genau, das sind die süßen kleinen Hundis, bei denen man aufpassen muss, dass man sie nicht verletzt. Ich dachte eigentlich, es gäbe eine Möglichkeit, sich relativ schnell auf der Stelle umzudrehen. Vielleicht, wenn man... Nein, okay. Rückwärts drücken, während man die Waffe zieht, funktioniert nicht. Ich dachte, diese Möglichkeit gäbe es, damit man sich im Kampf schnell umdrehen kann. Aber vielleicht war es auch im zweiten Teil erst. Eine nichtsnutzige Höhle, okay. Zumindest einen Heiltrank oder so hätte man hier deponieren können. Aber da vorne liegt doch Zeug rum. Was haben wir denn hier? Hm, ein Heiltrank. Eine alte Streitaxt. Okay, die ist gar nicht mal so übel. Aber halt nicht annähernd so gut wie meine Waffe. Oh! Ich glaube... Steingolem? Ich glaube, hier geht's zu Xaras mit den Prüfungen und so, ne? Steingolem. Okay. So be it. Ah, ich gehe auch noch kurz dann nach oben, mich da umzuschauen. Nicht, dass da irgendwie plötzlich jemand runterkommt und mir in den Rücken fällt oder so. Während ich unten in den Schriften der Wassermagier stöbere, wie ich einen Steingolem umlegen kann. Ich fürchte, jetzt ist tatsächlich die Zeit gekommen, in der ich mich doch mit den Golems auseinandersetzen muss. Hey, Moment. Führt das nicht hoch zu der Ruine? Hätte ich da einfach nicht runterlaufen können? Nein, das erforsche ich jetzt nicht. Das wäre zu frustrierend. Wahrscheinlich muss ich da doch noch irgendwann hoch zur Ruine. Dann mache ich das. So, jetzt aber sieht das gerade so aus, als wäre das hier. Haha. Eine gute Möglichkeit, sich umzuschauen. Was haben wir hier? Okay, das war ein Steingolem, das erste, und das zweite ist ein Eisgolem. Okay, dann kann ich ja schon mal nach den beiden Ausschau halten, wie man die am besten umnieten kann. So, Astronomie wird mir nicht helfen, das magische Erz auch nicht. Das da vielleicht. Einordnung der Magie. Viel wurde geforscht über die Magie und Erscheinung zu den Elementen. Magie ist das absolute Element. Bla bla. Okay, doch nicht. Geheimnisse der Zauberei wird es wohl nicht sein. Der erste Kreis der Magie. Achso, ja, das hatte ich ja schon mal. Ob es Erfahrung gibt, weil das war die Frage. Arcanum Golem, das ist es wahrscheinlich schon. Schlachtenbrand brauche ich nicht. Und wahre Macht, was ist das? Nee, die Schlacht interessiert mich nicht. Was ist das denn? Wahre Macht, die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Hat der Magier erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, kann er sich selbst auf eine Stufe über den des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen, selbst das Ende allen Seins, der Tod, ist kein Hindernis auf seinem Weg. Coole Sache. Ich will Magier werden. Oh, warte mal, ich bin ja schon Magier. Magie des Golems. Nur wer schon einmal einem dieser aus den Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Steingolem. Diese steinerne Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte, Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Okay, eine stumpfe Waffe also. Habe ich denn sowas? Ist das ein Hammer? Nee, ne? Habe ich denn einen Hammer irgendwo? Kriegshammer? Orkhammer! Das könnte funktionieren. Ansonsten gucke ich mal noch weiter, für alle Fälle.
Steinbrecher wird es wohl nicht sein. Morgenstern auch nicht. Handaxt wahrscheinlich auch nicht. Und da bin ich jetzt bei den Fernkampfwaffen. Okay, dann versuche ich es mal mit dem Orkhammer. Könnte ja sein, dass es funktioniert. Und ich will auch gleich gucken, was dann mit dem Eisgolem ist, falls der dann gleich hinterherkommt. Physische Substanz besteht aus völlig gefrorenem Wasser. Jede bekannte Waffe scheint abzugleiten. Und frieren auch gerne mal Leute ein, okay. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Also wird wahrscheinlich Feuermagie das Eis einfach schmelzen. Und Feuergolem können wohl Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Blitze und Eis sollen den stoppen, okay. Ich schätze mal, es gibt noch einen Feuergolem hier hinten dran. Nach dem Stein- und Eisgolem. Den ich dann mit Blitzen oder Eismagie hoffentlich besiegen kann. Jetzt werde ich erstmal mich mit einem Hammer... Oh mein Gott, ist der süß. Das ist ja eine Einhandwaffe, oder? Verdammt! Ich speichere lieber mal, bevor das schief geht. Wahrscheinlich geht es schief. Aber komm, ich versuch's mal. Was soll's? Wenn der Bericht sagt, Hammer funktioniert, dann probiere ich Hammer. Komm her, komm zu mir. Ich hab den Hammer. Wow, das funktioniert ja wirklich. Herz eines Steingolems. Boah. Wobei ich mich ernsthaft frage, ob die Kriegerstimme nicht auch Schaden gemacht hätte. Aber hey, cool, egal, hat funktioniert. So, was brauche ich jetzt? Das zweite war der Eisgolem, genau. Feuerball, Feuerpfeil, Feuersturm. Ich tue die mal weg und nehme einfach mal alle Feuerdinger, die ich habe. Und was habe ich dann noch? Habe ich denn irgendwelche Blitz- oder Eiszauber? Ich habe Licht, yay. Ich habe Heilung, Licht, Schlaf, Telekinese, die ganze Verwandlung. Nein, ich habe keine Blitz oder sowas. Solange er mich nicht sieht, kann ich ja schon mal das da an mich nehmen. Wow, das haut aber echt gut rein bei dem, hey. Zack und weg. Haha. So, jetzt habe ich gerade noch genug Mana, glaube ich, um mich zurück zu teleportieren zu den Wassermagiern. Stück eines Eisgolems. Herz eines Eisgolems, okay. Um mich zurück zu teleportieren, um mir vermutlich für einen weiteren... Wobei, ich gucke einfach mal, ich gucke erstmal, ob es hier überhaupt einen Feuergolem gibt. Vielleicht wollen die mich ja nur verrückt machen. Mit dem... der Beschreibung eines Feuergolems. Okay, es gibt einen Feuergolem. Alles klar. Tschüss, Feuergolem. Verdammt! Nein! Ach, Mist! Ah, so knapp! So knapp! Ich war noch ein Mana von der Zauberausführung weg. Na komm, dann halt eben von hier aus. Es gibt also einen Feuergolem und ich brauche... Was war's? Blitz oder Eis? Magie zu Ehren. Kriege ich jetzt, warte mal, Lernpunkt habe ich nicht genug. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit. Verdammt. Mögest du in ein... Stufe 20 immer noch nicht. Vielleicht brauche ich doch den Kreis dafür. Hast du Spruchrollen? Magie zu Ehren. Nee, also Spruchrollen hat auf jeden Fall der Typ unten beim Erz. Kronos, glaube ich. Jordian? Jordian? Magie zu Ehren. Ja. Zeig mir deine Ware. Kugelblitz. Ist halt Kreis 3. Ich bin nur im zweiten Kreis. 900 Erz. Ja, was soll's. Komm, gib mal her. Ich habe ganz viel Scheiß, den ich loswerden will. Ich bin bloß froh, dass ich den Hammer nicht verkauft habe. Ah, ich sollte vielleicht noch die zweitstärkste Waffe auch behalten. Und die stärkste Einhandwaffe möchte ich gerne auch behalten.
Das fällt mir gerade auf. Ich bin schon voll drüber. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ah, das passt doch. Genau, genau die alte Streitaxt. Dankeschön. Allerdings kann ich jetzt vermutlich das hier... Genau, mir fehlt eine Zauberstufe, also ein Level und dann der magische Kreis, um den Blitz zu benutzen. Aber immerhin, naja, ist ja egal. Wenn ich jetzt keine passenden Rollen finde, dann weiß ich, ich muss einfach nur ein Level hochleveln. Magie zu Ehren. Und dann kriege ich den. Das war doch klar, dass ich diese Ärger gibt. Wenn du meinst. Kann ich vielleicht jetzt mit Lee quatschen und mir die Söldnerrüstung holen, die dicke? Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Ach, das wollte ich abbrechen. Das ging gerade nicht. Das hat dann wohl nicht so geklappt. Man darf auch nicht alles. Die 10 Lernpunkte werde ich jetzt sparen, die werde ich nicht in Stärke stecken. Ich will den dritten Kreis der Magie. Damit ich hoffentlich spätestens nach einmal leveln den Feuergolem besiegen kann. Es sei denn, Kronos, hast du vielleicht was zu Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was hast du denn? Lehren der Götter, Lehren der Götter, Kreis der Magie, Amulette, Verwandlung. Okay. Gibt's hier irgendwas, was ich brauchen könnte? Mana 15, Leben 15. Hey, das klingt sinnvoll. Was kann ich da denn mal vorbei? Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Waffen. Ja, behalte ich lieber Magie mal. Magie zu Ehren. Diese Schutze, die sind ja ganz sinnvoll. Ich möchte... So ein bisschen Schutz haben ist ja nicht verkehrt. Gibt es vielleicht irgendwas, was gemeinsamen Schutz gibt gegen beides? Waffen 15. Pfeile 15. Ja. Nee, komm, ist doch egal. Nee, gibt's nicht. Gut, dann haben wir hier Verwandlung, 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 Verwandlung. Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung. Eispfeil. Das klingt doch gut. Eispfeil, Kugelblitz. Magieschaden pro Mana 20. Ja, auch hier. Eiswelle. Eisblock. Blitz. Kreis 3. Kreis 1. Eispfeil. Ah, eine Rune, die ich wiederverwenden könnte. Eiswelle ist leider 5er Kreis, damit kann ich nichts anfangen. Mit Feuersturm halt auch nicht. Gut, dann schnappe ich mal die Rune Eispfeil. Die macht, genau, Eispfeil hätte ich dann ja schon. Dann kann ich mir da schon mal... Oh, das ist gut. Davon hätte ich gerne 2. Blitz? Oder habe ich einen Blitz? Nee, warte mal, Blitz habe ich doch. Blitz? Nee, Kugelblitz habe ich. Okay, dann hätte ich gerne noch einen dritten. Vielleicht den Eisblock. Eisblock klingt, als könnte ich den einsperren in den Eisblock. Da hätte ich gerne auch 2 von. So. Wie gesagt, die zweitstärkste Waffe behalten. Die stärkste Einhandwaffe, ja, gerne auch 2-mal. Und der ganze Rest. Bis auf den Hammer. Das ist gut zu wissen, dass der gegen diese Golems funktioniert. So, und die 3 Erz, die schenke ich dir. So. Kann ich da mal vorbei? Ja, ich bin ja schon weg. Pins nicht so rum. Meine Güte. Gut, die Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Aber ich wollte das jetzt noch am Ende machen, weil ich muss jetzt wieder zurücklaufen. Und ich glaube, das werde ich dann einfach rausschneiden und euch ersparen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder beim Feuergolem. Es sei denn, auf dem Weg passiert noch irgendwas Interessantes, was teilenswert wäre. Dann kriegt ihr das natürlich mit. Ansonsten jetzt auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal beim Feuergolem. Tschüss.